So, meine lieben Freunde, wir sind wieder da. Gleiche Aufnahmesession. Ich habe jetzt ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, um wieder hierher zu kommen. Bin ziemlich durchgewascht und habe nebenbei auch was gegessen. Oh, verzeiht. Ja. Und hab sogar noch ein kleines Versteck gefunden von einem einzelnen Piraten. Ja, der hat auch auf mich geschossen. Da lag ein Molotow-Cocktail. Und jetzt habe ich es halt auch verstanden, dass es zwei Gruppierungen sind. Die Pioniere sind die Netten, die Piraten sind die Bösen. Bla bla bla. Trotzdem gehen ja beide auf uns. Was ich dann nicht so ganz verstehe. Aber... naja. Okay. So. Ich hoffe mal, dass es diesmal besser klappt. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt, lol. Ach, das ist ein Scharfschützengewehr? Alles klar. Schauen wir mal. Ziel ist immer noch das gleiche. Ja. Na komm, Scharfschützengewehr will ich nicht. Die Flinte mit. Mal, da müssen wir noch nicht hin. Das können wir jetzt erstmal weglassen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal hier alles abklappern. Und hoffen, dass es diesmal nicht buggy ist. Vielleicht hätte ich den Typen oben auch ausreden lassen müssen. Fällt mir jetzt so im Nachhinein auf. Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Schnell die beiden da drüben töten. Beziehungsweise umhauen. Mit ihrem Vogel. Ja klar, gleich wird er das bestimmt sagen. Braver Vogel. Okay. LOL. Leck mich. Mein Ziel ist aber trotzdem noch da. Ne? Ja. Also ich gehe jetzt stark davon aus, dass... Muss ich mal kurz nochmal auf. Ja, da wird es da hochgehen, stimmt. Aber wir sollen ja eh erst hier was triggern, ne? Also kann das ja nicht sein, dass. Wir jetzt einfach weitergehen können. Aber ich schätze mal, das wird jetzt. Wir hätten den Typen oben aussprechen lassen müssen. Würde ich jetzt einfach mal von ausgehen und.
Jetzt habe ich doch wieder das Scharfschützending. Der zweite kommt. Du haust besser ab. Niemand wird mit dir reden wollen, jetzt wo dein Freund weggelaufen ist. Wir dachten, er sei in Ordnung, er wurde nicht panisch. Er war nett zu dem Mädchen, hat Olga nette Sachen gesagt. So etwas habe ich noch nie zuvor gehört. Also warteten wir auf den Waldrat und dann flüchtete er, während ich mit Olga sprach. Sie wollten reden und reden und reden. Es würde mir natürlich nichts ausmachen, mit ihr schwimmen zu gehen, aber wie auch immer. Jetzt sitze ich hier, während er geflüchtet ist. Ich hoffe, er bricht sich in dieser Kirche die Beine. Olga ist sich auch für niemanden zu gut. Obwohl es ihre Schuld war, wurde sie nicht bestraft. Also solltest du ihn jetzt suchen. Oder mich erschießen. Na nö, ich will dich nicht. Ich würde gerne Pilze sammeln. Es ist Hochsaison. Und ich hänge hier als Wachposten fest. Messer haben wir unten eigentlich genug jetzt hängen. Das habe ich jetzt noch gar nicht. Ich glaube, ich muss jetzt. Ja, schönes Snipergewehr haben wir jetzt wieder. Einen dicken Popel hast du in der Nase, so einen ganz roten. Aha, guck mal, das ist es nämlich. Na, dann wissen wir jetzt, wo wir hin müssen. Dann töten wir jetzt auch ein paar Leute weniger oder hauen sie um. Gehen wir jetzt nämlich einfach wieder. Rüber, würde ich sagen. Scheiß mal auf die Messer und so. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt den lang verdienten Weg. Wir müssen ja nicht unbedingt alle da unten K.O. hauen. Das wäre, glaube ich, relativ ja, sinnlos. Klar, würden wir ein bisschen Muni kriegen und Mats, aber ganz ehrlich, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Miese Katze, lass. Komm mal freundlich dadurch. Und jetzt hören wir einen Bären. Das finde ich uncool. Sehr ruhig hier. Hier ist noch ein kleines Feuerchen. Beide Wege führen uns weiter. Ach, wir gehen einfach mal hier durch die Tunnels. Ach ja, dadurch, dass ich halt diesen einen Piraten gefunden habe, habe ich auch noch so einen kleinen Jumpscare getriggert. Was auch immer das hier für Würmchen sind. Und habe dadurch noch einen Shrimp gesehen, der mich attackiert hat aus dem Wasser heraus. Und der dann aber gestorben ist. Ja, ich habe ihn. Meister.
Ein freien Ausgang. Okay. Warum? Du warst böse. Hat der Lehrmeister dich geholt? Zerknüllte Notiz. Leute, ich bin etwa 30 Banditen auf dem unteren Bauernhof. Ich habe sie von der Straße weggeführt. Kann sie vielleicht noch eine halbe Stunde aufhalten. Verliere zu viel Blut. Den Kleinen schicke ich mit dieser Nachricht zurück, sonst würde er nicht gehen. Viel Glück, Leute. Serogo. Ja, und das hatte ich hier halt gefunden. Das. Ja. Kleines Rezept. So, dann wollen wir mal. Hier hoch. Gute Arbeit, Mann. Was machen wir denn jetzt? Jetzt sind beide weg vom Fenster. Na, dann mach es doch selber, wenn du so schlau bist. Ich hab dir gleich gesagt, wir sollten sie einfach töten. Die sagen sowieso nicht. Sie einfach töten? Hast du jemals an einem ihrer Fälle gehangen, so wie die Wölfe an deinen Füßen knabbern? Die haben einiges zu verantworten. Findest du das nicht ein bisschen zu persönlich? Du siehst wirklich nicht so aus. Habe ich auch nicht. Aber meine Freunde. Ich mache eine Pause mit den beiden weiter. Die grünen Finger sind gut. Du warst jetzt aber nicht der Typ, den ich befreit habe, oder? Wieso kann ich ihm nicht helfen? Okay. Ich wollte, aber es geht nicht. Verdammt! Das ist Brechstange. Völlig ausgetrocknet, aber ganz sicher. Und da ist Klotz. Die anderen Jungs aus. Okay. Hier drin ist auch nichts, ne? Ganz wenig Materialien wieder bloß. Also das lohnt sich kaum, in die Häuser reinzugehen. Ha, ja, gerade was. Ich halte es nicht aus, für noch länger rumzusitzen. Das ist, als wären wir Anfänger. Seid ihr doch auch. Nicht wir, du hast doch mit Klasse gewettet, dass du ihre Freunde alle nach Hause.
Mit Glatze. Das ist gar nicht so tief. Jeder Anfänger könnte mich nicht. Ich könnte von dir verschwinden. Was ist das da? Ich muss mal nachsehen. Was ist mit dir los? Hey! Ist klar. Achtung, Leute, er ist tot! Verdammt! Da ist der Schein und! Da ist der Schalter! Nimm! Heilige Scheiße. Okay, jetzt. Komm, ich töte die trotzdem nicht, ne? Yo! Da, du Schweinehund! Jetzt bist du von hier, Leute! Der Mistkerl ist hinter dem Zaun! Scheiße und stirbt! Holy shit! Nicht nachgeladen. Das Ding hat nur 3 Schuss. Holy shit. Das tut ihr. Meine Güte. Jetzt sind wir nicht mehr so sneaky unterwegs. Schießt du mich? Zeit für den Rückzug. Ach, noch eine weitere Karte. Nice, nice. Hey Leute, schnappen wir uns den Schweinehund, bevor er abhaut. Die haben einen von uns erwischt, diese Arschlöcher. So. Easy going.
Ach ja, Banditen ausschalten, ja, mein heimliches Hobby. Weißt du, ich wollte eigentlich nur zur Kirche, ja, und dann sowas. Hä, ist das... Ah, jetzt kann ich ihn also, befreien. Du bist keiner von ihnen. Ich verstehe. Oh, danke, dass du uns gerettet hast, Fremder. Vielen Dank. Hübschen Bart hast du. Verdammt, Freund. Wie konnte es nur so kommen? Nun, ihr seid jetzt bei der letzten Prüfung. Und ihr werdet sie mit Bravour bestehen, das weiß ich. Wenn ihr den Lehrmeister seht, dann sagt ihm, dass wir überleben werden. So wie er es uns beigebracht hat. Sehr gläubig, die Leute hier. Ich hätte jetzt gedacht, wenn das eine wirklich der Bandit war, den wir gerettet haben, ne, dass die uns da nicht so viel tun, aber... Entweder war der das gar nicht, oder, naja, Banditen halt. War ihm scheißegal. Da oben ist die Kirche. Ich geh mal kurz hier runter. Okay, das ist ein friedlicher. Hey, was für eine angenehme Überraschung, Mann! Ich bin's, dein Kumpel! Du hast mich gerettet! Ach so, das Lager ist verlassen. Wo sind die Einheimischen, von denen die Jungs erzählt haben? Keine Felder, nichts. Verstecken sie sich alle im Wald? Wenn es so sein sollte, was bringt es dann, sie auszurauben? Tja, wenn der Boss sagt springen, dann springst du. Wenigstens sind die Moskitos jetzt satt. Einmal hörten wir in der Nähe des Flosses Schüsse und eilten dorthin. Aber das war nur der Rote, der ein Reh schoss, dieser Mistkerl. Ich konnte mich kaum zurückhalten, wollte ihn fertig machen. Am Ende kehrten wir nur mit dem Reh zurück. Seit dem Morgen werden zwei Wachen vermisst. Ich muss zurück in den Wald, sie suchen. Ich habe unsere Jungs gefunden. Sie waren mit Pfeilen an Bäume gepinnt, die Kehlen aufgeschlitzt. Diese Bäume, diese Mistkerle. Wenigstens wissen wir jetzt, dass da draußen irgendwo sind. Die Gruppe von Roten verschwand, als sie losging, um die Kirche zu überprüfen. Da unten gibt es ein kleines Dorf, das ihnen als Versteck dient. Tja. Ihr Mistkerle habt es so gewollt. Und ihr werdet sehr langsam Und ich habe Hilfe geholt. Ich hatte hier einen kleinen Umtrunk, um zu feiern. Hab's etwas übertrieben. Jo, danke. Dann gönne ich mir auch erstmal einen Schluck. Während die Jungs sich mit den Waldarschlöchern vergnügen. Tja, also... Ist leer. Ey, dein Kumpel hier, ne? Der sieht ein bisschen tot aus. Naja, gut. Sah jetzt aus wie einer aus dem Wald. Ich dachte jetzt, nicht, dass der hier doch nochmal auftaucht. Nachdem ich halt dachte, dass ich ihn da oben abgeknallt habe, aber das war er ja gar nicht. Super. Ich würde gerne mal die Pistole hier ein bisschen verändern. So, ja, Tihar haben wir leider nicht. Scharfschützenschaft, ne? Ich habe ein Scharfschützengewehr.
So, Schalldämpfer. Das ist schon eine fette Knarre. Und die ist perfekt zum Sneaken, würde ich sagen. Uhr 29, das heißt, die Nacht geht vorbei. Nun gut, komme ich von hier aus zur Kirche oder? Ich muss noch höher, ne? Okay, drehen wir um, Leute. Boah, fit ist Artyom, aber auf jeden Fall nicht. Also. Hätte ich von einem Ranger gedacht, dass der fitter ist. Ach ja, nach dem Angriff auf D6 ist er ja kein Ranger mehr. Wir sind alle keine Ranger mehr. Keine Spartaner. Ach, guck mal, wäre ich hier hochgekommen, hätte ich gar nicht da runtergehen müssen. Hallo? Jemand zu Hause? Strom sparen. Ja. Na, guck mal, da unten. Überall kleine Post. Boah. Na gut. Ich würde sagen, rein in die Kirche. Die Frage ist halt, sind wir willkommen? Dämonenaugen. Irgendwas macht mir hier jetzt Angst. Dass die ganzen Leichen sind. Ich könnte mich jetzt auch in jeder Ecke des Friedhofs umsehen, aber ich gehe mal. So.